Was? Bro, was ist das denn? Wisst ihr, was wir machen? Wir gehen einfach rein. Okay, wir probiert's. Ich bin so aufgeregt. Was ist da drin? Ich geh trotzdem durch. Haha! Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start in Minecraft Matrix. Immer noch mit der neuen Optik, wie ihr sehen könnt. Auf jeden Fall extrem fresh. Lasst auf jeden Fall einen dicken Like für die neue Optik da. Das ist wirklich, wirklich krass viel Arbeit gewesen. Und ich hoffe, es sieht cool aus. Das ist vielleicht ein bisschen hallig. Aber egal, darum geht es heute nicht. Wir sind nämlich wieder versammelt auf Minecraft Matrix. Haben Woli auch schon geschrieben. Also ich weiß nicht, ob der jetzt überhaupt kommt noch oder so. Er konnte auch ehrlich gesagt nicht sagen, was Sache ist. Auf jeden Fall, ich glaube, Hanlink ist da. Ja, der ist da. Moment mal. Ist der... Wo ist denn der? Er hat nämlich hier schon mal ein bisschen was gebaut. Oh, Kiro. Was ja, geht? Gesehen, du bist online. Richtig. Bro, ich mache mir immer noch Sorgen wegen Woli, weil er hat mir einen kompletten Tag nicht geschrieben. Wird ja auch nicht auf Discord geschrieben. Nein, Bro. Weder auf WhatsApp noch auf Discord. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Jungen eigentlich los ist. Der hat einfach nichts mehr gesagt. Er war einfach weg. Er war einfach gone. Ja, mir hat er auch nichts mehr gesagt. Ich hab keine Ahnung. Ich habe hier, ja, wie du siehst, ich habe ein bisschen schon gebaut. Ich habe ein bisschen gefahren, sieht cool aus, hast du hier. Damit das nicht zu langweilig ist für die Zuschauer, wenn ich hier die ganze Zeit fahre oder so in den Videos. Ja. In der Zeit habe ich es bloß hinbekommen, ein bisschen Fleisch ranzukriegen. Aber wenigstens das. Ich meine, da war er auch nicht online die ganze Zeit. Also er war auf dem Server gar nicht mehr online. Ja, yeah, richtig, richtig. I don't know. Also ich check sowieso nicht. Vielleicht kommt er, wenn er uns jetzt hier online sieht, noch irgendwie drauf. Ich hoffe es mal irgendwie. Aber ich glaube, was wäre denn heute sonst der Plan? Weil das Projekt ist eigentlich von uns dreien so, aber wir müssen halt eigentlich schon irgendwie weitermachen und wieder farmen so. Ja, oh, das ist so nervig und so kompliziert. Mann, aber ich will dich mal nicht weiter nerven eigentlich. Ich will, ich mache mir jetzt meine Steinaxt. So weiter, Moment mal. Bup. Und eine Steinaxt. Zack, dann kann nämlich die wieder weg endlich. Hanlink! Woli ist da! Woli ist da! Woli! Yo, was geht? Bro, warum hast du mich ignoriert auf Discord? Digga! Warum hast du. Wo warst du? Was ist passiert? Keine Ahnung. War Discord nicht down? Discord war doch down vorhin, oder? Es hatte Probleme. Ja, aber gestern ist einfach auf einmal mein Spiel gecrashed, Jungs. Ich hab absolut keine Ahnung. Aber wieso hast du keinem von uns Bescheid gesagt? Du hast nichts gesagt, Bro! Ja. Du warst einfach weg. Wir dachten, du hast keinen Bock mehr auf uns, Junge, ey. Ja. Also kurz danach ist halt mein PC ausgegangen. Aber es lag daran, weil bei mir Stromausfall war. Stromausfall? Oh mein Gott! Bro, du hättest dich Real Talk wenigstens melden können, so mit Jungs, mein PC ist gecrashed, ist das. Du hast ein Handy. Ja. Du hast bestimmt auf dem Handy auch Discord oder wir haben uns auf WhatsApp, Digga. Was soll das eigentlich? Das tut mir leid. Das stimmt schon. Also ich habe schon tatsächlich gedacht, dass du für alles verantwortlich bist. Weil komischerweise bist du der Einzige, der sich dann von Drückeberger gemacht hat. Ja, wahrscheinlich. Nein. Es war schon weird gestern. Also der Server ist hier. Und jetzt sein? Wurde hier alles gelöscht. Bei dem Server wurde alles gelöscht gestern. So, also. Weißt du, wie ich meine, Woli? Und dann bist du einfach weggegangen, so mäßig, ohne was zu sagen. Das war schon sehr verdächtig. Ja, ich hätte euch Bescheid sagen können, das tut mir leid. Aber ich weiß auch nicht, warum mein Game gecrashed ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, Bro, vielleicht wegen dem Shader. Vielleicht war deine RAM ausgelastet. Ja, Mann. Findet ihr das nicht ein bisschen komisch? Die Welt, der Command-Block, Kiro hämmert auf den Command-Block an, alles löscht, wenn wir hier draufgekommen sind, aus dem Himmel gefallen, irgendwelche komischen Glitches sind bei mir im Bild erschienen, irgendwelche weirden Stimmen sind erschienen und dann crasht sein Game, als ob das ein Zufall ist. Wahrscheinlich hat hier irgendwas prankt uns hier, irgendwie, keine Ahnung, was es ist. Ob irgendjemand von euch ein Virus habt und jemand hat Zugriff auf euren PC. Ich weiß aber auf jeden Fall, was du hinaus bist, so, weil das ist irgendwie, das passt nicht zusammen, dass du gecrashed bist. Vielleicht hast du ein Virus oder so und dein PC ist einfach überlastet oder sowas gewesen.
Weißt du, wie keine ich Ahnung, ich kann da nochmal einen Virenscan machen. Ich sag ganz ehrlich, es liegt einfach am Rahmen, Digga, und der Shader tut der PC packt das einfach nicht. Ich find's weird, Bro. Ich find's komisch, weil das sind komische Zufälle. Aber jetzt mal Butter bei den Fische. Du warst jetzt einen kompletten Tag offline. Einen ganzen Tag. Ja, ich weiß. Kiro. Warum? Ich weiß es nicht. Bro. Ich hatte keine Motivation, online zu kommen. Ja, genau. Bro, hör jetzt endlich auf, so rumzugucken. Was ist das denn? Wooly, was hast du damit eigentlich alles die ganze Zeit zu tun, Mann? Es reicht! Nein. Das. Also, jetzt. Oh. Bro, das ist einer zu viel. Das ist einfach einer zu viel, Digga. Was soll das denn die ganze Zeit? Jetzt finde ich es ehrlich gesagt lustig. Jetzt finde ich es nicht. Also lustig, ja, ganz creepy. Toll. Warst du gerade in der Konsole jetzt, und sowas? Ist gerade gespawnt oder was? Jetzt könnt ihr es mal langsam mal auflösen. Also, was für auflösen, Digga? Du regst mich gerade richtig auf. Okay, chill. Bro, kommen wir da irgendwie hoch? Warte mal, ich hol's kurz mal was ab. Ja, bau dich mal hoch. Ich will mal wissen, hast du noch irgendwie mehr Fackeln? Ich sehe nichts mehr. Ja, ich hab hier eine Fackel, eine. Warte, ich mach mal so. Ey, vielleicht können wir uns Digga. Da... Können wir... Ja. Guck mal! Was denn? Hier sind, guck mal hier hoch, Kiro. Wo denn? Hier sind vier so eine kleine, keine Ahnung, Euter oder was das ist. Hier sind vier so kleine Bro, du hast echt eine blühende Fantasie, sag ich ehrlich. Ja, sieht bisschen aus. Kann man das abbauen? So ist das Fake? Nee, okay. Ja, wahrscheinlich. Ups. Fake-Block. Da sind vier so Dinger. Warum? Ja, wie kommen wir da durch? Markiert das? Runter? Warte mal, markiert das vielleicht so die Mitte? Ja, es ist halt die Mitte, ne? Wenn du mal guckst, wie viele Blöcke von. Ja, stimmt, hier, das ist exakt vier. Das läuft hier einmal durch, ja, Mann, das ist komplett ein Kreuz. Warte mal! Wir können doch den Nether Bedrock Glitch machen. Mit der Leiter und der Enderperle, aber wir haben keine Enderperle, Bro. Wir haben ja dann Enderperlen. Ja, dann lass uns die Farmen gehen. Aber ich hab doch in der letzten Folge habe ich hier irgendwo doch einen Enderman gesehen. Ich hab hier auch, vorhin, wo ich gesagt habe, ich hatte wirklich einen Enderman hier gesehen. Oh, Skelett! Oh, oh. Warte mal. Oh. Da hinten sind Pferde, sind Skelette. Voll abgestaubt. Das. Oh nein! Machen wir auch nochmal kurz. Bro, wir müssen jetzt unbedingt irgendwie einen Enderman finden. Wir sollten uns am besten aufteilen. Ich baue so ein. Skill Issue, Digga. Ich hab keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Egal. Ey, ich guck jetzt mal gerade mal nach, ob ich irgendwie. Achtung, Creeper! Mach ihn weg! Er ist auf dich getriggert. Okay, sehr gut. Warte mal, ich weiß noch grob, da hinten war glaube ich, der Enderman. Ich schau mal gerade nach. Ey, das Skelett, bitte hör auf. Bitte hör auf. Irgendwo hier war doch ein Enderman oder so. Warte mal. Irgendwo hier, Freunde, war ein Enderman in der letzten Folge. Aber klar, letzte Folge, das ist schon ein bisschen her, ne? Also, der wird da nicht mehr da sein. Aber was experimentieren die gerade hier? Ich glaube, wir können halt wirklich mit diesem Leiterglitch rein. Ich guck gerade, wo ein Enderman sein könnte. Warte mal. Ja, ich baue hier gerade die Sachen. Ja, okay, mach auf jeden Fall Leitern. Ja, mach ich gerade. Oh. Oh, da ist einer. Da ist einer. Okay, ich baue mal sowas. Und mach hier so ein kleines Dächchen. So, aber das wird halt nicht reichen, wenn wir alle da rein wollen. Guck mich an. Ich guck dich an. So. Komm her. Ich sollte das hier noch anders zubauen. Oh, genau deswegen. Komm her. Okay, Freunde, das wird jetzt gefährlich. Oh mein Gott, macht der Schaden, Alter. Macht der Schaden. Ey, mit Steintools macht das gar keinen Spaß, so einen Enderman anzugreifen. Komm her. Ey, was läuft der so schnell hin und her? Ich hab meine erste Enderperle, Freunde. Ey, ich will die ganze Zeit in die Richtung gucken, weil vorher bei dem Camp hier war. Das sieht bestimmt voll dämlich aus, wenn ich das mache. Egal, Freunde, ich habe eine Enderperle. Ich könnte da jetzt eigentlich rein. Aber ich glaube, ich wäre dann definitiv ein kleines Kameradenschweinchen. Und das will ich ja nicht sein. Oh, hier ist der Nächste, Bro, wenn der jetzt noch einen droppt, wäre ich huge. Wäre wirklich, wirklich huge. Okay, Moment. Guck mich an. Hallo. Okay, jetzt komm her. Komm, bitte drop. Bitte drop einfach eine. Ja, komm. Hat er gedroppt?
Nee, leider nicht. Ich schreibe mal ganz kurz. Ich habe eine Enderperle bekommen. So, ich habe auf jeden Fall schon mal eine erhalten. Aber irgendwie, die sind jetzt hier nicht mehr so... Krass, Alter, woher kommt denn dieser Bedrock-Kasten? Alter, Freunde, schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr denkt, was hier eigentlich abgeht. Und wieso geht die Nacht eigentlich schon wieder so lang? Hier ist auf jeden Fall Josef. Und da ist ein Creeper. Und plötzlich wurden daraus zwei. Okay, ich gehe. Hanik hat gerade geschrieben, wir brauchen 3, nee 6. Da hat er eigentlich recht. Jo, was geht? Ja, stimmt, wir brauchen eigentlich 6, weil wenn wir reinkommen, müssen wir wieder rauskommen. Stimmt. Ja, stimmt, stimmt. Aber wir wissen halt gar nicht, was drin ist. Also im Notfall können wir uns ja auch killen oder so. Keine Ahnung. Ja, das habe ich auch schon vorgeschlagen. Ja, aber der Letzte kann sich nicht killen. Der kann runterspringen. Woher willst du wissen, dass Von wo runterspringen? Ja, er meint hochbauen und dann runterspringen. Ja, aber was willst du nicht ohne? Und theoretisch kann man auch verhungern. Was ist, wenn es jetzt einfach bloß nicht nur ein Kasten, sondern einfach ein dicker, fetter Bedrock-Block ist? Dann kommen wir gar nicht erst rein. Das wäre natürlich... Ja, dann passt es doch. 6 Enderperlen farmen, Leute. Das ist wichtig. Ja, okay, das kann jetzt aber ein bisschen dauern. Freunde, ich mache jetzt hier an der Stelle einen Schnitt. Wir sammeln kurz mal die Enderperlen. Ich werde das, glaube ich, so zusammencutten, so... Und dann, ja. Okay, Freunde, ich habe meine 2. Perle gerade mit diesem Enderman bekommen. Das reicht mir eigentlich auch schon. Ich habe es hier ganz klug gemacht. Ich habe meine 2. bekommen. Hanik fragt gerade im Chat, ob wir Perlen haben. Ich habe nämlich hier das richtig smart gemacht. Ich habe mir so eine kleine Höhle genommen. Der eine Enderman hat hier kurzzeitig meinen Block einfach weggenommen. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Und es wird jetzt sogar Tag. Aber Hanik hat jetzt 0. Okay, nicht schlecht. Tja, ich habe 2. Ich würde sagen, ich habe das Rennen gewonnen. Oh mein Gott. Gib. Der Bedrock-Kasten ist halt immer noch da. Ja, was? Du hast jetzt gar keine Perle, Hartlik? Nee, ich habe 3 Endermänner gefunden. Alle haben keine gedroppt, Mann. Ja, okay. Ich habe vorher, also ich habe ja insgesamt 4 besiegen können und 2 haben gedroppt. 3 besiegt, eine hat gedroppt. Okay, was machen wir jetzt damit? Sollen wir nochmal auf eine Nacht warten oder was? Das geht halt voll lang, weil ich will jetzt da unbedingt endlich rein. Also ja, ich könnte dir eine Perle geben, aber da kommen wir halt im schlimmsten Falle nicht mehr raus. Wisst ihr, was wir machen? Wir gehen einfach rein. Wir haben eine Perle extra und die Person geht dann als einzige Person raus. Die anderen killen sich. Und die anderen... killen sich oder der andere, wenn es nicht geht, rettet uns. Aber wie meinst du das mit deiner Perle extra? Wir haben doch nur 3. Nein, wir haben doch 4, oder nicht? Ja, ich habe auch noch eine hier. Siehst du? Und eine Person du hast 4. kann's dann rausschaffen. Okay? Ja, okay, verstehe. Komm, lass uns rein jetzt. Okay, Freunde, dann machen wir es. Okay. Ich muss vorher was essen. Ich save kurz meine Sachen. Wartet mal. Ich save kurz meine Sachen. Ja. Ja, okay, das macht irgendwie Sinn. Also ich glaube, ich habe meinen Respawn-Punkt. Der ist auf jeden Fall hier. Eine Kiste kann ich safe hier noch bauen. Chillig. So, dann mache ich hier nämlich noch alles rein. Alles rein. Das hier ist wegen Hanik, nicht wegen mir. Nicht wundern. So. Ich nehme hier noch Baublöcke mit. Spitzhacke. Warum habe ich eine Holzspitzhacke? Das nehme ich noch mit. Essen nehme ich noch mit. So, ich muss jetzt kurz das Hähnchen vernichten. Nicht, dass sie irgendwie was davon mitbekommen. So, die sollen das nämlich nicht wissen, Freunde. Ich gucke immer noch darüber, es tut mir so leid, ne? Okay, wir probieren's. Ich bin so aufgeregt, was ist da drin? Okay, Kiru. Einer von euch muss mir jetzt eine Enderpearl geben. Die Leitern. Ja, hier. Ja, mach du das. Okay. Danke sehr. So. Ich hab da alles für uns vorbereitet. Per, ich will da unbedingt reingucken. Okay, Freunde. Chill mal. Also, was denn? Moment. Hört mal jetzt auf mit eurem, ich freue mich drauf, weil sein Game ist gecrashed. Alles ja, da kann jetzt alles gelöscht. Pipapo drin alle sein, das ist mir jetzt egal, ich gehe durch. Oh. Doch eine Enderperle. Nein! Du hast eine Enderperle gewastet, Bro. Ich gehe trotzdem durch. Haha! Ja, wie, du hast keine? Du hast keine? Nein, ich hab doch gerade gesagt, du sollst mir eine geben. Hey, ich dachte, du hast 2. Gegeben. Ach, Wooly. Mann, Wooly, du hast echt 3 IQ, aber Freunde... Das sieht hier gar nicht gut aus, was hier drin ist. Was ist da drin? Oh mein Gott. Was soll das? Was soll das hier? Was ist das hier alles? Was hat das zu bedeuten? Ey, aber Wooly, du kannst uns auch hier hören, oder? Ja, ich höre euch. Ja, dann beschreiben wir, was wir hier sehen am besten. Also wir sehen... Nee. Probier's doch einfach mal. Warte, ich habe doch Holz. Ich habe Holz mitgenommen. Ich mache jetzt einfach einen Button.
Lass mal probieren, ob das von innen aufgeht, maybe. Ja, aber das macht doch gar keinen Sinn. Hier sind tausende von Command-Blöcken. Ich habe keine Ahnung, wie es gehen soll. Bro, das kann hier alles direkt... Der Server kann gelöscht werden oder was auch immer. Oder irgendwas passiert. Alter, was ist jetzt passiert? Dunkel geworden, hast du was gesehen? Ich hab den hier platziert und es ist alles dunkel. Ja, und das ist dunkel geworden, das habe ich auch gerade gesehen, ja? Oh, da, ja drück mal Wooly, gleich mal drauf. Ich drück jetzt drauf, Wooly, okay? 3, 2, 1, boom. Oh mein Gott, das hat geklappt, Bro. Was? Der Weg ist offen. Oh mein Gott. Der Weg ist offen. Ist das easy, Bro, let's go. Drinnen. Kommst hoch? Komm raus, okay. Let's go. Okay. Digga, Jumpscare, Bro. Es ist einfach, okay, jetzt sind wir hier gefangen, aber was soll das hier? Nein, wir sind noch nicht gefangen. Wir können mit dem Button gleich safe wieder einfach rausgehen, oder nicht? Ja, aber wieso geht der einfach wieder zu? Digga, was soll das hier alles? Wer? Bro, das kann's doch nicht sein. Warte mal, ist da oben auch Bedrock? Moment. Wollen wir irgendwie jeden Command-Block ausprobieren? Das oh mein Gott, Bro. Wir sind hier ist halt wirklich alles umzingelt mit Bedrock. Wooly hat gesagt, wir sollen die Command-Blöcke ausprobieren, Bro. Du weißt doch gar nicht, was die machen. Ja, hey, richtig. Vielleicht läuft der ganze Server hier drüber. Weil, guck mal. Das macht doch gar keinen Sinn. Aber Moment! Wir wurden doch reingebootet hier. In, keine Ahnung, die Glitches und alles. Das heißt, was mit diesem Command-Block. Ja, aber guck mal, wir in dem Kontrollzentrum sind hier. Mir ist auch aufgefallen, dass die Endermen beim Kämpfen total irgendwie gelaggt haben. Hat das hiermit was zu tun? Das kann durchaus sein. Guck mal, wie viele Command-Blöcke, das frisst safe voll Leistung. Vielleicht glitscht es deswegen die ganze Zeit hier in der Welt. Das ist so nervig, Mann. Kann das endlich aufhören? Wir hatten so einen coolen Server, Mann. Ja, wir wollten so ein entspanntes Projekt, Alter. Gib mir Knöpfe. Ich hab keine, wir haben keine. Wie, du hast keine? Gib mir jetzt Knöpfe. Stimmt, ich hab aus Versehen welche gecraftet. Ja, gib jetzt. Nur zwei Stück. Mach das nicht. Oh, hier, was? Hier, ich mach jetzt den Repeating. Und zack. Da ist gar nichts passiert. Oh. Wirklich? Ja, dann versuch den nächsten. Komm mal, du so mit. Ja, okay. Ist vielleicht draußen was passiert? Vielleicht ist draußen irgendwas passiert, aber wir werden es nicht mitbekommen. Boah, mir reicht's jetzt, Alter. Hier, dann halt der von mir aus. Es ist auch wieder nichts. Wooly! Was ist Wooly, los? Warum hast du dich Wie siehst du aus? Hä? Wie sehe ich aus? Hä? Skin, Bro. Wie? Mach mal F5. Bro, mache 5, Digga. Guck mal, was ist jetzt? Was ist auf einmal? Ist der Command-Block? Ich will auch. Ich drück nochmal. Passiert da was? Sehe ich anders aus? Nee, Bro. Wooly sieht auch immer noch gleich aus. Hä? Und der Command-Block war dafür auch nicht zuständig, oder? Nein. Oder? Passiert irgendwas? Ey, Kiro, hör mal jetzt auf. Hör mal jetzt auf die ganze Zeit. Ja, was denn? Sei mal jetzt ruhig, Junge. Dieser Command-Block hatte die Macht einfach, um Wooly sein Skin zu ändern, Bro. Was glaubst du denn, was die anderen machen, wenn du hier die ganze Zeit wild rum bist? Es kann sein, dass die ganze Welt in die Luft geht, Alter. Es kann sein, dass mein Kurzschluss ist. Seit wann sind denn Command-Blöcke dafür verantwortlich, dass man Skins ändern kann? Also in was für ein Film sind wir denn hier gerade? Ja, aber es hat ja geklappt. Bro, irgendwas ist auf deinem PC und deswegen hattest du auch Crashes und drum und dran. Bro, du verschweigst du doch irgendwas. Sag jetzt endlich, was Sache ist. Was willst du von mir? Ich will hier raus. Wo hast du den Skin jetzt auf einmal her? Weiß ich nicht. Hört ihr das auch aus den Wetten? Was ist denn? Was ist da? Hier. Ich hab grad hier dieses Geräusch gehört, wie vom Anfang. Hä? Nö. Ich hör's nicht. Warte mal. Ich höre mehr 5 plus Regen, wenn ich so nach oben gehe. Ich höre sonst nichts. Die Sounds höre ich, die rauskamen aus... Bro, das bildest du dir nur ein, weil wir hier umgeben sind von Command-Blöcken, Mann. Bro, es reicht doch jetzt. Lass noch mehr Command-Blöcke drücken. Vielleicht kriegen wir irgendwelche Power-Ups oder so. Bitte. Warte, komm. Was für Aufhören, Digga, was willst du denn? Bro, ich hab's satt, dass du hier nichts ausprobieren willst. Du beschwerst dich die ganze Zeit, meine Items und mein schönes, hässliches Birkenhaus da. Ja, genau. Und jetzt drückst du die ganze Zeit auf den Command-Block rum, als ob die uns nicht... Ja, was bleibt uns denn anderes übrig, Mann? Ja, einfach wieder rausgehen hier. Rausgehen, zack. Ja, aber das klappt doch sowieso nicht mehr. Ja, natürlich klappt das. Zu 100% nicht. Moment. Hä? Oh nein, Moment. Es klappt halt wirklich nicht. Ja, probier's ruhig weiter.
Hier, ich mach dir noch hier so ein paar Knöpfe bei den Grünen. Komm, drück halt, komm. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Müssen wir uns jetzt hier so runterplumpsen lassen oder so? Ja, was für runterplumpsen, Digga? Wir haben keine Enderperlen mehr, das war's. Okay, wer killt wen zuerst? Passt auf, ich probiere jetzt einen Command-Block aus. Du bist echt ein Held. Welchen willst du dir denn jetzt hier aussuchen? Du bist wirklich stark. Ja, was ist denn jetzt deine brandiose Idee? Was willst du? Komm, drück irgendeinen. Komm, mach jetzt. Ja, dann... Bro, langweil mich nicht. Ja, Bro, ich drück jetzt hier die zwei hier. Zack, 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 zack. Zack. Oh, Junge, krass. Junge, ich hab dir gesagt, hör auf rumzudrücken. Bro, was? Was? Der ganze Bedrock-Kasten ist despawned, Mann. Das hätte der Schlüssel sein können, der uns erklärt, was mit unserer Welt passiert ist und was hier los ist. Und was machst du? Du drückst wieder rum, machst wieder alles kaputt. Ist immer ja, Bro, irgendjemand muss ja hier auch was tun, Mann. Hier die ganze Zeit so dämlich rumzulabern. Alles, was du ja, das bringt halt nichts. Alles, was du die ganze Zeit getan hast. Streiten, das bringt uns doch auch nicht weiter. Alles, was er getan hat, ist uns nur in Bredouille bringen. Was ist denn beim ersten passiert? Wir sind hier nur in der Welt, alles ist gelöscht, weil du unbedingt wütend warst und auf den Blöcken rumgekriegt. Ja, weil ihr rumcheaten müsst, natürlich. Wir haben nicht gecheatet, als ob du das immer noch glaubst. So ein Junge. Der Server gehört dir. Woher sollen die Command-Blöcke sein? Okay, warte, der Server geht mir. Okay, slash, hier, ich mach OP-Rechte. Slash, Game Mode 1. Geht nicht. Ich hab keine OP-Rechte, du Idiot. Du hättest auch mal Backups machen können, ganz einfach. Kommst du wieder mit Backups. Du hättest einfach nicht auf den Command-Block rumhämmern sollen. Und was du schon wieder gemacht hast, du hast schon wieder genau das gleiche gemacht und jetzt ist schon wieder alles kaputt. Ja, es liegt wieder an mir, während ihr die... Natürlich liegt's an dir. Ihr seid doch die Ursprungstypen, Alter. Ich hab keinen Bock mehr, wirklich. Wenn ihr euch die ganze Zeit streitet. Bro, Wooly, du bist sowieso... Also, wenn einer hier dahinter steckt, bist du das. Und richtig. Du machst nur Hühnerscheiße. Genau, daran liegt's. Ja, jetzt mach mal dieses hässliche Ding da auf jeden Fall weg, Alter. Das kannst du machen, Junge. Genau. Mir auch egal, es bleibt da. Bro, aber das bringt jetzt auch nichts, wenn du jetzt hier heulen gehst, Digga. Ja, Ausverbot. Ich nehme einfach dein Bett weg. Junge, so, jetzt reicht's. Ja, hier, nimm dein Bett, werd glücklich, Alter. Was ist jetzt? Digga, ich hab schon plus 3 unendlich. Ganz komisch. Ja, wow, Digga. Ganz komisch, dass er der Einzige ist, der durch die Blöcke einen Vorteil bekommen hat und einen coolen Skin bekommen hat. Richtig. Und er hat jetzt auch noch Jump Boost. Ganz komisch. Bro, jetzt. Ihr könnt mir gar nicht. Ich kill ihn jetzt. Jetzt reicht's. Komm her. Ja, Digga. Ja, richtig so, Alter. Die Spinnen sind auf beider Seite. Genau, jetzt muss ich die aber gerade mal wegkriegen, Alter. Warte mal. Junge, was war das denn? Ich habe ihn geholt, Alter. Ist der Jump Boost jetzt weg, oder? Hat er das jetzt immer noch? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Du hast dein Bett abgebaut. Oh, stimmt. Aber der muss halt hier irgendwo sein. Also hier ist doch unser World Spawn. Das hört er auch hin, wenn er hier so rumcheatet. Ist so. Soll er da auch bleiben? Irgendwo bleiben. Also Bro, ich sag dir, guck mal, das wird doch langsam immer offensichtlicher, dass Wooly damit doch irgendwas zu tun hat. Er kriegt hier einen freshen neuen Skin, er kriegt hier Jump Boost, Alter, er kriegt alles, was er will, Alter. Wahrscheinlich hat er hier irgendwie OP oder so. Also ich glaube, ich gehe jetzt ins Bett, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Das macht ehrlich keinen Spaß mehr. Freunde, es tut mir wirklich leid, dass es jetzt noch am Ende so eskaliert ist, aber das macht halt wirklich einfach gar keinen Sinn. Wooly ist irgendwie, keine Ahnung, der Cheater oder so. Och, Mann, schreibt mal bitte eure Theorien in die Kommentare, aber... Wir müssen das unbedingt klären irgendwie. Hallo. Ansonsten, gibt ein Like. Was macht der da? Ich bin gerade in meiner Atmo. Sei ruhig jetzt. Okay, ja, dann mach ich auch. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo und haut die Glocke komplett kaputt.